Guten Tag und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen Retro-Kanal. Heute beginnt das Let's Play Sixth Sense Investigations, einem Point-and-Click-Adventure für unseren Amiga. Das Spiel erschien 1998, was schon ganz schön spät im kommerziellen Leben des Amigas war. Und damals bin ich allen Unkenrufen zum Trotz und voller PC-Verachtung in den Amiga-Shop gerockt und hab mir ein Exemplar davon gesichert. Genau dieses hier. Ja, zeige ich euch mal die Box. Schick, ne? Genau. Und das ist hier die deutsche CD-ROM-Version. Und in dieser Version werden die Dialoge in deutscher Sprache gesprochen. Zugegeben, die Sprachausgabe erreicht jetzt nicht die hohe Qualität wie bei Erben der Erde zum Beispiel, was ja damals über den Amiga hinaus wirklich Standards gesetzt hat. Also so gut ist die Sprachausgabe jetzt bei diesem Spiel hier nicht. Zudem kommt noch hinzu, dass nicht alle Dialoge vertont wurden, seltsamerweise. Es gibt einige, ganz wenige Stellen, die einfach nicht synchronisiert wurden, warum auch immer. An diesen Stellen werde ich dann die Rolle übernehmen und die Synchronisation sprechen. Ich denke, das wird schon irgendwie funktionieren. Und damit wir überhaupt eine Idee davon kriegen, worum es hier eigentlich geht, lese ich euch hier noch diesen kurzen Text einmal vor. Sixth Sense Investigations ist ein brandneues Grafik-Adventure im Stil der LucasArts-Klassiker wie Day of the Tentacle und Maniac Mansion für AGA-Amigas. Die Story handelt vom wohl chaotischsten Detektivgespann der Welt. Gemeinsam müssen sie in über 30 Locations und drei verschiedenen Welten die Erde vor einem ausgeflippten Wissenschaftler retten. Erschwerend kommt hinzu, dass einer der Detektive mit einem Geist kommuniziert, über den er aber keine Kontrolle hat, was zu den bizarrsten Situationen für unser Team führt. Ja, das klingt doch schon mal sehr vielversprechend, oder? So, bevor ich jetzt hier starte, muss ich erstmal ein paar Maßnahmen durchführen, denn das Spiel benötigt fast den kompletten Chip-RAM-Speicher und ich habe hier nur knapp fast 1,7 Chip-RAM frei. Das reicht leider noch nicht. Also werde ich als allererstes mal das Image von meiner CD-ROM mounten. Ja, so geht das nämlich alles viel einfacher. So, da ist es schon. Und dann werde ich den Chip-RAM freiräumen. Genau. Und dazu werde ich die Auflösung der Workbench runterstellen und die Farben auch. So. Und Viola! Wir haben fast die kompletten 2 MB Chip-RAM frei. Fastram haben wir ja mehr als genug. Okay, so sollte das Spiel jetzt fehlerfrei funktionieren. Und los geht's! Sixth Sense Investigation, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, hier ist Mrs. Goldenhauer, ich bin so verzweifelt. Beruhigen Sie sich, gnädige Frau. Aliens haben Ihren Ehemann gekidnappt oder ist Ihr geliebtes Kind zu einem Monster mutiert. Für uns ist alles kein Problem. Wir lösen alle Ihre Sorgen. Es ist alles viel schlimmer. Meine wunderbare Katze Ken, die wurde gekidnappt. Ich wollte sie zum Hill Valley Katzenwettbewerb morgen mitnehmen. Sie hat jetzt dreimal in Folge den ersten Preis gewonnen und jetzt
Oh, meine geliebte Candy, ich bin so verzweifelt. Sie können aufhören zu weinen, liebe Frau. Mein Kollege und ich werden in wenigen Minuten bei Ihnen sein. Denn... Mein Kollege Benjamin wird nun einen alten, weisen Geist anrufen, der uns zum Katzenentführer führt. Ein Geist? Irgendetwas wie ein Geist? An solche Märchen glaube ich nicht. In wenigen Momenten werden Sie ganz sicher überzeugt sein. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Ich rufe dich, oh großer Geist. Bitte erscheine bei uns. Oh, so einfach ist das? Nun, es sieht einfach aus, aber tatsächlich ist es ganz schön schwer. Hallo zusammen. Hi, Arthur. Hallo, Arthur. Mrs. Goldenhauers geliebte Katze Candy wurde entführt. Kannst du uns helfen, sie zu finden? Sollte nicht allzu schwer werden. Da fehlt doch nur ein Trick. Ich glaube nicht an Geister. Wenn Sie das so sagen... Egal, der Schuldige ist nicht weit weg. Ich kann die Gegenwart eines schlechten Gewissens fühlen. Das wird irgendwie richtig seltsam. Ich bin mir nicht mehr sicher, dass ich die richtige Nummer gewählt habe. Es ist eine intuitive Methode, Ma'am. Vertrauen Sie uns. Arthurs übernatürliche Fähigkeiten werden uns zum Kidnapper Ihrer geliebten Katze führen. Ganz genau, Frau. Ich werde nun von Bens Körper Besitz ergreifen. Und meine übernatürlichen Fähigkeiten werden dann den Körper direkt zu der schuldigen Person führen. Hey, das ist ein Trick! Wenn Sie das glauben möchten... Ben, sei bereit. Es kann etwas ungemütlich werden. Ich bin bereit, Arthur. Das ist doch nicht möglich, oder doch? Scheint, als hätten wir den Schuldigen gefunden. Wie wär's mit einem Geständnis, Charles? Aber ich... Mein Sohn, warum hast du das getan? Könnten Sie mir bitte sagen, wo Charles' Raum ist? Ja, einfach die Treppe hoch. Das war nicht der Lichtschalter. Haben Sie meine Katze gefunden? Ja, Freunde, was für eine seltsame Geschichte. Und Arthur der Geist, der hat doch wirklich frappierende Ähnlichkeit mit Commander Data, oder? Naja, okay, also, das hier, der Herr mit der Pfeife, das bin ich hier. Der Privatdetektiv. Genau, und wir befinden uns in einer seltsamen Wohnhöhle mit komischen Möbeln. Und hier sehe ich mich jetzt erst einmal um. Ein Schrank. Okay. Verdammt, mir fällt gerade ein, dass ich die Schlüssel vor ein paar Wochen verloren habe. Das ist schlecht. Okay. Ein Ausweis. Ich glaube kaum, dass das was bringt. Tja. Okay. Was ist denn das? Das scheint so eine Art Ausweis zu sein. Aber es steht nur ein Name drauf. Arthur David Fieldstone. Es ist der einzige Hinweis, den wir auf Arthurs früheres Leben haben. Also der Geist hat mal gelebt. Okay. Was das? Eine Schüssel mit einem Spielzeugschloss. Sieht recht nett aus. Tja, okay. Kann ich das mitnehmen? Ich denke, ich würde das ganze Wasser verschütten. Na, dann lassen wir es mal lieber hier. Okay, das ist unsere Omi, nehme ich an. Meine Großmutter. Sie hat viele Abenteuer zusammen mit Großvater erlebt. Eine wundervolle Frau. Aha, aha. Eine antike Uhr. Ich denke, die könnte mehrere tausend Dollar wert sein.
Das klingt gut. Okay, nehmen wir gleich mal mit, würde ich sagen. Nein. Na dann nicht. Und der hier? Ein Bild meines Großvaters. Für mich war er ein großartiges Vorbild. Er wurde mit 20 Jahren Detektiv und war einer der erfolgreichsten Detektive, die bekannt wurden. Tja, und ich will wohl in seine Fußstapfen treten, was? Okay, und ein Bett? Sieht gemütlich aus. Ich bin überhaupt nicht müde. Ja, okay, ein Teleskop. Ich werde mal durchschauen. Ich habe einen vollen Blick auf die Gardine. Nicht gerade das, was ich besonders interessant nennen würde. Ja, okay, die Gardine kann ich aber auch nicht wegnehmen. Na gut, dann würde ich sagen, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Also gehen wir mal raus hier. Gut, versuchen wir es zu öffnen. Sehr gut, es ist nicht verschlossen. Nicht verschlossen, das ist gut. Also raus hier. Oh, klingelingeling, 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 klingelingeling. Ich nehme besser ab. Hallo, Sixth Sense Investigations. Haben Sie ein Problem? Gibt es eine internationale Verschwörung gegen Sie? Ihre Frau hat nächtliche Treffen mit Aliens? Haben Sie Ihre Schlüssel verloren? Dann haben Sie die richtige Nummer gewählt. Was? Ah ja. Mein Name ist Ochizo Chanan. Ochizo von American Jesus. Ich habe hier ein, schweres Problem. Zum Glück gibt's Handys. Können Sie mir helfen? American Jesus? Okay. Im Moment ist mein Partner beschäftigt, aber wir werden unser Bestes geben, um so schnell wie möglich bei Ihnen zu sein. Ben! Benjamin! Wach auf! Was? Ben, könntest du bitte aufstehen? Ben, jetzt komm bitte. Okay, ich komme. Ich muss taktvoll vorgehen. Ben ist ziemlich sensibel. Gute Neuigkeiten, wir haben einen Auftrag. Wirklich? Für uns beide? Ja, natürlich, für uns beide. Mal ernsthaft, Frank, ich werde immer dankbar sein für die Chance, die du mir bietest, besonders nach dem Unfall mit Miss Goldenhorst Katze. Wir sind schließlich Freunde, oder nicht? Also, lass uns gehen! Wir haben einen Fall zu lösen! Ach, fast hätte ich es vergessen. Ich habe Mr. Chris versprochen, zu seiner Spielzeugfabrik zu kommen. Ich soll ein paar neue Sachen ausprobieren. Wenn du es ihm versprochen hast? Ich werde der Gefahr im Käselager alleine entgegentreten. Danke. Bis heute Abend dann. Tja, das ist ja mal ein Partner, was? Ben. Und warum trägt er einen Schlafanzug? Fragen über Fragen. Naja, okay. Was gibt's denn hier noch zu sehen? Eine Ablage. Hier lagere ich immer die Akten für meine wichtigsten Fälle. Das heißt, wenn wir einen Fall haben. Tja, okay. Naja, im Moment haben wir nur dieses Käselager. American Jesus. Da ist irgendwas passiert. Bloß ein Gemälde. Benjamin gefällt es. Okay. Ein Mauseloch? Irgendwann muss ich mir mal die Zeit nehmen, die Maus einzufangen. Och, wie süß. Ein Mäuschen. Ah, ja, okay. Eine Schranktür zum Öffnen. Okay. Ups, irgendwas an der Tür ist gerade aus. Okay, was haben wir denn da? Ein Glas. Okay. Und was das? Bierdeckel. Okay. Nehmen wir mal einfach mit. Wer weiß, wofür das noch gut ist. Okay. Dann mal los zu American Jesus. Ja, das wird wohl dann hier sein, ne? Also das hier ist die Weltkarte. Also die Karte von dieser Welt hier. Was haben wir denn alles? Hier haben wir Toys NU. Also hier hinten ist wohl Ben. Der hat da etwas zu erledigen, was er versprochen hat. Hier ist Go Marching In. Das ist ein Autohändler mit einer Garage. Das hier ist das Labor. Aha, aha. Und das hier?
Ja, ist eine Kirche, nehme ich an, aber da kann ich nicht hin. Das ist American Jesus. Und hier ist unser Büro. Und was ist hier noch? Golden House Villa. Ach so, ja, das war diese seltsame Frau mit ihrem Sohn vom Anfang, wo wir die Katze etwas, misshandelt haben. Naja, gut. Also, auf nach American Jesus. Was da los? Mal gucken. Oha. Eieiei. Ich werde versuchen, ihn zu beruhigen. Bitte helfen Sie mir. Six Sense Investigations ist genau aus diesem Grund hier. Hören Sie bitte mit diesem dummen Geschwätz auf und befreien Sie mich von diesem wohlriechenden, lieblichen und schmackhaften Käse. Ich schau mal, was ich tun kann. Tja. Der ist viel zu schwer. Ja, also wegtreten kann ich ihn schon mal nicht. Okay. Ein abgelaufener Kalender. Okay, was ist das? Ein Geburtstagskäse? Ein ganz besonderes Geschenk. Ja, schön. Ja, dann nehme ich den mal mit. Ich kenne niemanden, der in nächster Zeit Geburtstag hat. Ach, schade. Naja, gut. Was ist das? Eine Palette? Da dürfte ziemlich viel Käse drauf passen. Tja. Benutze? Palette? Wie soll ich das benutzen? Ja, dahin fahren. Hier? Palette? Ich denke, es wäre besser, die Idee wieder zu vergessen. Tja. Drücke? Bitte hör mit diesem sinnlosen Zeug auf. Okay. Schrank? Ich frag mich, was wohl in dem Schrank ist. Verschlossen. Und der hier? Ich frage mich, was drinnen ist. Hey, eine Metallstange. Oh, das ist gut. Metallstangen sind immer gut. Die könnte noch nützlich sein. Das glaube ich auch. Eine Metallstange. Sehr gut. Und, geht's hier noch raus? Verschlossen. Natürlich. Vielleicht kann ich mit der Metallstange hier was ausrichten. Benutze Metallstange mit Käse. Dieser große Käse ist zu hart. Zu hart? Okay. Tja, habe ich doch noch ein Stück Käse. Was ist das? Erdnusskäse? Untersuche Erdnusskäse? Hey, ein erdnussgefüllter Käse. Das ist ja cool. Ein Käse gefüllt mit Erdnüssen. Interessant. Ja, was ist hier los? Heißer Käse? Der kocht richtig. Auf dem Tresen. Steinfragment. Ein Stück Beton. Und Käsekrümmel. Die riechen aber ziemlich intensiv. Ich hoffe, dass ich sie bald wieder loswerde. Naja, ich kann sie auf jeden Fall mitnehmen. So werden sie wohl auch für irgendwas gut sein. Okay. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nö. Sieht nicht so aus. Okay, also, der Käse ist zu hart für die Metallstange. Vielleicht könnte ich die ein bisschen aufheizen in dem kochenden Käse. Ich sollte etwas anderes versuchen. Oder an dem Betonstück? Mal schauen, ob ich die Stange an dem Stein schärfen kann. Aha! Hey! Sehr gut. Eine sehr scharfe Metallstange. Sehr gut, okay. Vielleicht können wir jetzt den Käse damit zerschneiden. Hey, du verdammter Käse! Sag dein letztes Gebet!
Sie brutaler Killer. Was haben Sie meiner geliebten Schöpfung angetan? Oh mein Gott, so viel Arbeit, so viel Zuneigung, so viel Käse, einfach zerstört. Naja, damit kann man hunderte Spaghetti-Teller garnieren. Was für eine Verschwendung. Mörder, Sie wollen meinen Käse für Spaghetti benutzen? Niemals. Hey, beruhigen Sie sich. Ich habe Sie gerettet. Behandeln Sie mich nicht so. Ja, was für ein frecher Kerl. Also jetzt erzähl mal, was ist denn hier passiert? Was ist passiert? Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich bin vom Mittagessen zurückgekommen und habe dies durcheinander vorgefunden. Glücklicherweise war niemand im Laden. Als ich hierher kam, fiel dieser Riesenkäse auf mich. Haben Sie eine Idee, wer das gewesen sein kann? Meiner Meinung nach finden Sie die Schuldigen bei unserer Konkurrenz. Wir sind dabei, ein neuartiges Produkt auf den Markt zu bringen. Und ich glaube, Sie versuchen uns daran zu hindern. Ein neues Produkt? Was ist das für ein neues Produkt? Erdnussgefüllter Käse. Unsere Marketing-Experten haben festgestellt, dass Erdnüsse das zweitmeistverkaufte Produkt sind. Nach Käse, selbstverständlich. Ja, so einen Käse habe ich schon gefunden. Den habe ich dabei. Konkurrenten. All dieser Ärger. Selbstverständlich. Haben Sie niemals Syndikat gespielt? Ich sehe mich mal ein wenig um. Okay. Tja, okay. So liebe ich es. Philister! Okay. So liebe ich es. Philister! Eieieiei. Der arme Kerl hat seinen Käse verloren. Ja, was ist das? Ein Roboterarm? Ein seltsamer Roboterarm. Ich frage mich, wie der hierher kommt. Allerdings. Seltsam. Nehme ich den mal mit? Das ist ein wichtiges Beweisstück. Okay, da ist er schon. Kann er mir dazu vielleicht irgendwas sagen? Nee. Wo haben Sie vorher den Riesenkäse gelagert? Auf der Palette hinter mir. Wer auch immer den Käse auf mich geworfen hat, muss wirklich bärenstark gewesen sein. Ich sehe mich mal ein wenig um. Okay. Tja. Also der Riesenkäse lag hier. Tja. Okay, und der war ja wirklich verdammt schwer. Ja, der muss wirklich stark gewesen sein. Und einen Roboterarm gehabt haben. Vielleicht der 6-Millionen-Dollar-Mann. Wer weiß. Okay, hat er vielleicht noch was zu erzählen? Haben Sie eine Idee, wer das gewesen sein kann? Meiner Meinung nach finden Sie die Schuldigen bei unserer Konkurrenz. Wir sind dabei, ein neuartiges Produkt auf den Markt zu bringen. Und ich glaube, Sie versuchen uns daran zu hindern. Tja. Ich sehe mich mal ein wenig um. Okay. Dieser Erdnusskäse. Okay, also hier gibt's nichts mehr. Also alle Indizien gesammelt? Okay, dann gehe ich mal weiter. Bespreche ich das Ganze mal mit Ben. Mal gucken, ob er wieder zu Hause ist. Ben, hallo. Also hier ist er nicht. Oben vielleicht? Ne, hier ist er auch nicht. Okay, der wollte ja hier zu Toys and You. Hatte der noch was zu erledigen, was er versprochen hat? Dann gehe ich da mal hin. Hey. Hier, genau. Schauen wir mal. Oh mein Gott, was ist passiert? Ben, wo bist du? Ich will nur hoffen, dass er nicht in Schwierigkeiten ist.
Ach du meine Güte, was ist denn hier passiert? Die Reparatur wird noch teuer. Eieieiei. Ja, das war mal eine Spielzeugfabrik. Ein Hammer. Er ist wirklich schwer. Indizien. Ein Spielzeugfrosch. Ein Plastikfrosch. Sein Boden ist geschmolzen und klebt am Boden. Tja, also auch wieder irgendetwas Heißes. Zumindest ein paar Dinge hier sind noch heile. Spielzeugroboter. Naja, gut. Sehr merkwürdig. Ein Fass mit offensichtlich hochgiftigem Inhalt. Ich frage mich, wie das hierher kommt. Allerdings mit radioaktivem Inhalt. Sehr, sehr sonderbar. Der Roboter sieht aus, als hätte er einen ziemlich harten Kampf hinter sich. Tja. Ein Tennisball? Jetzt bräuchte ich bloß einen Schläger. Genau, dann könnte ich nämlich Tennis spielen. Fein, fein. Und ein Sparschwein. Schade, leer. Tja, gut, sonst hätte ich den jetzt, das Ding jetzt kaputt gekloppt. Geht das vielleicht trotzdem? Das ist sinnlos. Das Sparschwein ist leider leer. Okay. Ein Handtuch. Gut, ein Handtuch, das kann immer nützlich sein. Ja, stimmt, das hat ja auch schon Arthur Dent herausgefunden. Vergiss niemals dein Handtuch. Ja, okay. Was ist das? Oh, da oben sitzt ja einer. Hallo? Was tust du hier? Ich verstecke mich. Warum versteckst du dich? Wegen der Roboter. Aber sei lieber still, sonst werden sie uns finden. Was ist denn passiert? Ich kann das nicht besser erklären. Alles war ruhig, dann tauchten plötzlich einige riesige Spielzeuge im Laden auf und stahlen eine große Zahl von Ersatzteilen. Kurz darauf kam ein seltsamer Typ im Schlafanzug und beschwor einen Geist. Ein paar Sekunden später verschwanden alle in einer großen Explosion. Seltsam, also dieser Typ, der den Geist beschworen hat, war doch ganz klar Ben. Ja. Und ein Ball. Tja. Schon eine seltsame Geschichte. Wie Ben mir erzählte, hat der Besitzer den Gabelstapler aus Spielzeugteilen gebaut. Tja. Die Stapelgabel. Da ist etwas drauf, aber ich komme nicht dran. Oh, jo, da oben. Ja, dann drück doch mal hier den Hebel. Mal ausprobieren. Nichts. Tja, Motorhaube? Mach mal auf. Okay, schauen wir uns den Gabelstaplermotor an. Untersuche? Motor? Wenn die Motorhaube geöffnet ist, kann ich den Motor sehen. Nicht besonders kompliziert. Tja, scheint trotzdem nicht zu funktionieren. Okay, also... Hier sind also Roboter eingedrungen und Ben hat Arthur beschworen und dann sind alle verschwunden. Interessant. Aber warum zum Teufel überfallen die eine Käsefabrik und dann eine Spielzeugfabrik? Das ist wirklich sehr, sehr sonderbar. Naja, okay. Gehen wir mal nochmal raus. Ja. Hier waren wir noch nicht. Naja, vielleicht haben die hier eine Idee, wie ich den Gabelstapler wieder in Gang setzen könnte. Einer der Gebrauchtwagen hier verkauft werden. Sieht ganz in Ordnung aus. Aha. Ich denke, es stört niemanden, wenn ich diesen Reifen mitnehme. Was? Er hat sich einen platten Reifen eingesteckt? Nein. Doch tatsächlich? Okay. Oh, eine Batterie? Die ist zu dreckig. Eine dreckige Batterie.
Ja, haha, alter Adventure-Trick, genau. Dann benutze doch das Handtuch und mach die Batterie mal sauber. Die Batterie ist ziemlich schmutzig. Mal sehen, ob ich sie sauber machen kann. So, jetzt ist die Batterie sauber. Nice. Nein. Sieht wie eine Autobatterie aus. Ja, sehr gut. Was ist das? Eine Luftpumpe? Okay. Okay, Mensch, das sind ja alles sehr nützliche Teile. Und noch ein Auto. Unter dem Wagen ist eine Öllache. Ich würde ihn nicht unbedingt kaufen. Noch ein schönes Auto. Wow, was für ein Gefährt. Leider schon verkauft. George! Was machen Sie da? Ich soll hier den Vergaser reparieren. Die Drosselklappe ist defekt. Dadurch hat der Zerstäuberdüse Schaden genommen. Und die Dosierungsdüse ist auch nicht mehr ganz in Ordnung. Ich vermute, das liegt alles daran, dass mit dem Schwimmer irgendwas nicht stimmt. Kennen Sie sich mit Technik aus? Eigentlich nicht. Okay, George ist beschäftigt. Das ist aber auch ein seltsames Autochen hier. Vega. Ich frage mich, was das darstellen soll. Jemand sollte mal ein ernstes Wörtchen mit den Grafikern reden. Ja, allerdings. Vega ist übrigens die Adventure Engine, die hier verwendet wurde, um das Spiel zu bauen. Und leider ist Sixth Sense Investigations leider das einzigste Spiel, was mit dieser Vega Engine programmiert worden ist. Sehr schade. Okay. Dann mal hier zurück zum Spiel. Hier ist noch eine Garage. Oh. Hallo, kommen Sie mit und schauen Sie sich unsere tollen Autos an. Lass uns mal sehen, was er will. Sorry, ich will gar kein Auto. Sie werden wollen, wenn Sie erstmal unsere Angebote gesehen haben. Was für eine Art Autos? Gebrauchtwagen, aber von unglaublicher Qualität und für sehr wenig Geld zu haben. Ja, das ist echt ein super Autoverkäufer. Ja. Wofür müsste ich denn bezahlen? Um das Auto Ihrer Träume Realität werden zu lassen, haben wir selbstverständlich noch einige Angebote. Was ist denn der teuerste? Welcher ist Ihr teuerster Wagen? Werfen Sie nur mal einen Blick auf diesen Traum in Blau hinter mir. Dieser Wagen ist Luxus pur. Wenn Sie diesen Wagen fahren, wünschen Sie sich, nie mehr in den Himmel zu gelangen. Aha. Dann muss ich aber erstmal noch mal drüber nachdenken. Lass mich mal kurz nachdenken. Selbstverständlich. Ist schließlich eine wichtige Entscheidung. Aber seien Sie versichert, hier kriegen Sie das Beste vom Besten. Tja. Okay, das ist der teuerste Schlitten. Naja, okay, ich brauche jetzt aber kein Auto. Wir haben ja hier schon eine prima Ausbeute gemacht. Ich meine, eine Luftpumpe, eine Autobatterie und einen platten Autoreifen. Okay. Vielleicht können wir damit schon den Gabelstapler reparieren. Okay. Vielleicht fehlte ja auch einfach nur Strom. Benutze Autobatterie mit Motor. Wenn ich die Batterie mit dem Motor verbinde, sollte der Gabelstapler wieder funktionieren. Okay. Dann mal den Hebel drücken. Vielleicht funktioniert's jetzt. Sehr gut. Jawohl. Super. Und jetzt, was ist das? Ein Medaillon? Okay, her damit. Ich würde wirklich gerne mehr darüber wissen. Vielleicht kann ich von Doc mehr über das Medaillon erfahren. Doc? Wer ist denn jetzt schon wieder Doc? Es wirkt irgendwie merkwürdig. Vielleicht sollte ich es mal Doc zeigen. Hier ein Medaillon und den Roboterarm. Ein seltsamer Roboterarm. Vielleicht sollte ich ihn Doc zeigen.
Doc. Doc, das klingt nach Labor. Okay. Dann gehe ich mal ins Labor. Vielleicht werde ich da etwas erfahren, was hier passiert ist. Hier oben. Okay. Und sie sagte, nein, es war ein Affe. Lustig, oder? Naja, wie auch immer. Ist dir aufgefallen, dass es draußen seit einer Woche regnet? Versuchen wir es mal mit dem hier. Zwei Pinguine gehen in eine Bar. Hey Doc, das ist eine neue Erfindung? Ja, ein Universalübersetzer. Aber das ist nicht der rechte Moment, um darüber zu sprechen. Ein Universalübersetzer für einen Fisch. Oh Gott, sehe ich mich hier erstmal um. Docs Aquarium. Der Fisch hat eine ganze Reihe von Experimenten überlebt. Gott, der arme Kerl. Ja, ich finde, der sieht auch irgendwie ja ganz schön panisch aus, oder? Naja, okay. Was ist an der Lösung? Nicht unangenehm. Ja. Was ist das? Untersuche Laser? Eine von Docs größten Erfindungen. Eine Art Miniaturlaser. Okay. Ein Reagenzglas? Die grüne Flüssigkeit sieht wirklich schön aus. Ja, sieht schön aus. Gleich mal mitgenommen. Herrlich. Okay. Was ist das? Riesenameise? Eine künstliche riesige Ameise. Eine von Docs interessanten Erfindungen. Schleim? Eine seltsame Flüssigkeit. Ja, grüner Schleim. Und ein Glas. Ein leeres Glas? Naja, ich habe ja schon ein Glas. Brauche ich nicht noch eins, oder? Kann ich das nehmen? Ich schätze mal, das ist sinnlos. Naja, gut, dann quatschen wir mal Doc an. Vielleicht hat er ja neue Hinweise. Es gab da einige Vorkommnisse bei AC. Irgendwelche Spuren zum Analysieren? Ich habe einen Roboterarm gefunden. Gib ihn mir mal. Vielleicht kann ich etwas herausfinden. Was? Ben hat nach dem Elektroschocker gefragt. Erinnere mich nicht daran. Ich habe das Gerät immer noch nicht wieder zum Laufen gebracht. Ein Elektroschocker. Ich schaue mich nochmal um. Okay, aber fass bitte nichts an. Hey, ich habe doch noch hier dieses Medaillon hier gefunden. Gebe ich ihm das auch mal. Ich habe dieses Medaillon in der Spielzeugfabrik gefunden. Es sieht irgendwie merkwürdig aus. Kannst du es genauer untersuchen? Ben sollte eigentlich in der Fabrik sein und jetzt ist er verschwunden. Vielleicht hat er dieses Medaillon damit zu tun. Gib mir etwas Zeit, um es zu analysieren. Okay, ich warte. Hast du was herausgefunden? Ich schaue mich nochmal um. Okay, aber fass bitte nichts an. Ja, seltsam, seltsam. Naja, okay, Freunde. Bis hierhin erstmal, würde ich sagen. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier denn weitergeht, ja, wie immer, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder mit ein. Bis dann. Ciao.